Hallo und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video. Heute tatsächlich mal wieder ein Format, was ich fast schon vergessen hatte, aber das darf es natürlich nicht, es darf nicht vergessen werden. Und zwar sehen wir uns heute mal wieder ein paar Fake-Karten an vom dbdokkanfanbattle.wikia.com. Ich dachte mal, schließe den Link vor, vielleicht hilft das ja einigen. Wir schauen uns heute mal wieder ein paar Fake-Karten an und ich habe erstmal überlegt, ob ich mir da nur Legends-Karten raussuche. Aus gegebenen Anlass, ist ja gerade ganz nett das Spiel ankommen. Aber so viel gab es da jetzt gar nicht. Wir haben halt sehr viele Shadowed-Karten. Shadowed? Gott, ich weiß es immer noch nicht. Dementsprechend habe ich mir von ihm ein paar Karten ausgesucht. Und zum Schluss noch eine andere Karte. Ich möchte halt immer ein Legendary mit ins Video reinnehmen. Eine normale Legendary-Dokkan-Karte, die mir sehr gut gefallen hat. Und die ihr wahrscheinlich schon am Titel gesehen habt auch. Ist eine Wunschkarte, könnte so tatsächlich passieren. Aber darauf gehen wir, wie gesagt, erst am Ende ein. Jetzt erstmal gucken wir uns ein paar Shadowed-Karten an. Von dem ich finde, dass sie recht gut geworden sind. Anfangen tun wir mit der schwächsten von all denen, weil es eine keine summonbare Karte ist, sondern ich habe hier eine Free-to-Play-Karte, hat sich so der Macher ausgedacht. Hier Acquired, Dokkan Battle, Dragon Ball Legends, Special Story Event. So ein Crossover-Ding halt, könnte tatsächlich passieren in Zukunft. Würde mir gefallen. So, der Typ, allgemein hat er auch ein recht billiges Art, ist für, also für farmbare Karten, obwohl viele farmbare Karten haben inzwischen auch ganz nette Art, aber naja, ich könnte mir sowas in der Richtung vorstellen. Zendida Skill, STR-Tap, plus 2, HP, Attack und Defense plus 50%. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie es noch auf Super STR ändern, weil allgemein STR zu boosten für eine Free-to-Play-Karte so. Na, es wäre in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr wert, aber Dokkan würde ich trotzdem, könnte ich mir vorstellen, dass sie das nicht gönnen würden. Er macht Supreme Damage und das war's. Und mit seiner Passive kriegt er 3 Key dazu und einen Attack und Defense Boost von 50%. Solltet ihr einem Gegner gegenüberstehen. Wenn ihr mehr als einem gegenübersteht, nein, wenn ihr mehr als zwei gegenübersteht, when facing two or more enemies, so, kriegt ihr noch einen weiteren Attack Boost von 30%. Heißt, im World Tournament hättet ihr 3 Key und 80% Attack und 50% Defense. Ist eine recht lame Defense, ist eine recht lame Passive, ich weiß, ist so ein Standard-Ding. Aber für eine Free-to-Play-Karte ist es halt grundsolider, meiner Meinung nach. Glory to the Saiyans, ja man, auf jeden Fall. Sogar seinen schönen Ulti-Spruch. Seine Link-Skills, same Warrior Race, verständlich. Prodigy, same Pride, Over the Flash, not bad, prepare for battle. Ah, für eine Free-to-Play-Karte, Over the Flash und prepare for battle ist schon mal gar nicht schlecht. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Der Grund, warum ich euch jetzt erstmal den hier gezeigt habe, ist, weil er vom selben Macher ist wie der nächste, den ich euch zeige. Und er hier angedacht war zum SA-Feeden unter anderem. Von diesem Charlotte. Der ist schon ein Stück besser, der ist nämlich die summonbare Variante in einem Banner dann später, was ihr auch gleich erkennen werdet und sein Prinzip gefällt mir ganz gut. Zendida Skill ist Super AGL Key plus 2, HP Attack Defense plus 40%. Okay, Kategorie ist eigentlich eher so inzwischen angesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass er Dragon Ball Legends Kategorie hat, aber dafür müssen wir auch Karten aus Legends bekommen und lassen wir ihm erstmal den Skill, ja. Macht Supreme Damage und hat eine Rare Chance to Stun. Und seine Passive gefällt mir besonders gut, Key plus 3, Attack and Defense plus 80%. Außerdem kontert er mit enormer Power, wenn es normale Attacken sind. Da ist leicht der Vegeto-Klon durchzusehen, aber mit seinem Key plus 83% hebt er sich da doch nochmal ein Stück ab. Sein Link-Set ist ähnlich aufgebaut, wenn nicht sogar das gleiche, wenn ich das gerade sehe. Gate of Respect, Prepare for Battle, Prodigy, Same Warrior Race. Ja, wie es aussieht, das gleiche. Aber, wie gesagt, auch vorher war es schon ein gutes Link-Set, funktioniert doch bei ihm ganz gut. Seine Super-Attack-Quote, so, you're saying, but you don't have a tail, huh? That's strange. Interessant. Special Dokkan Festival steht ja auch nochmal. Kann man das irgendwie anklicken? Nein, ist keine Seite. Schön. Der Typ hat aber natürlich auch ein Dokkan Awakening bekommen, neben seiner farmbaren SA. Da wird er dann zum Super Saiyajin, was momentan im Spiel noch nicht drin ist. Obwohl, Moment, wenn das Video online kommt, vielleicht. Nee, ich glaube nicht. Wir waren nicht... Dürfte nicht sein. Gut. Super Saiyajin Art, das davor war von Deviant Art, das ist HD, das sieht wunderschön aus. Aber das hier, naja, das ist immer nur so nach einem Fake-Wiki, weil... Aber es ist ja trotzdem okay, würde ich sagen. Zendida Skill upgradet sich zu Super AGL Key plus 3, HP Attack Defense plus 80%. Okay, warum nicht 90? 80 hatten wir noch nie, aber lassen wir mal so stehen. Er macht jetzt immensen Damage, hat eine Rare Chance zu stunnen. Okay. Und seine Passive gefällt mir besonders gut. Key plus 3, Attack und Defense plus 100%. Ja, nur 100, nicht 120 oder 150, nur 100. Ihr werdet gleich sehen, warum. Key plus 3 macht es auch nochmal schön was dazu. High Chance of Attack plus 180%. Once only.
und halt counter with tremendous power upon receiving normal attacks. So, ich verstehe die Tatsache, dass er halt einen 180%igen Boost kriegt, einmal, weil auch im Dragon Ball Legends Game war er halt ein ziemlich temperamentvoller Charakter, der, wenn man es auch sagen muss, gerade seine Kraft so entdeckt hat, gerade so am Aufstieg ist, je nachdem wie weit das Spiel gerade ist, wenn das Video online kommt, ich weiß es nicht. Dementsprechend verstehe ich auch, dass er halt einmal, wenn er sich Super Saiyan verwandelt, einmal raged, wenn er da jetzt in diesem Modus ist, in dieser TOR-Form, Verzeihung, dass er halt dort die Chance hat, einmal einen starken Boost zu bekommen. Wo ich mich jetzt frage, wird dieser Boost auf den vorherigen Passive Boost aufgerechnet, heißt insgesamt haben wir dann 280% Attack Boost, oder wird die alte Passive einmal für diesen Turn überschrieben? Weil 280% Attack Boost würde ich, selbst wenn es nur für einen Turn ist, ein bisschen OP finden. Meiner Meinung nach sollte man also die alte Passive für diesen einen Turn überschreiben. Das Key vielleicht lassen, das weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall sollten die sich nicht vermischen, die hier, weil das sonst ein bisschen zu stark wird. Die Counter-Sache, naja, ist recht Vegetonah, ob man die jetzt noch braucht, vielleicht Counter with nicht so ganz so viel Power, weil ich würde vielleicht einfach die Stärke mit der Counter drunter setzen. Aber er hat da keine Damage Reduction immerhin, er hat nur einen Defense Boost. Ich würde mal eine genauere Sache, 12 Key Multiplier, 155%, 300% beim Counter. Critical Hits Moment Potential werden mit einberechnet. Von Rodamati sind die Edits gemacht. Art Drawing. Du hast das Art gemacht? Das hier aber nicht, oder? Art found on Google and other sites. Nenn doch bitte den richtigen, Alter. Du bist so ein... Oh. Ich habe ihn gerade auch nicht im Koffer, aber ich bin ja auf Divinat. Und, oh. War das Divinat? Ja. Gut. Link Sets. Ihr könnt es euch eigentlich denken. Over eine Flash. Prepare for battle. Shattering the limit. Oh shit. Das sind top Links. Super Saiyan. Prodigy. Same. Kein Fierce Battle, leider. Aber Shattering the limit. Prepare for Battle und Over the Flash sind auf jeden Fall Top-Links, damit kann man was machen. Und die SA-Quote, I don't believe it, this power is amazing. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn er zum ersten Mal in Super Saiyan geht. Ah, wollte gerade sagen, allgemein die Stats sind nicht so dolle, aber 9000 Attack, okay, HP, Defense. Aber lässt sich was anfangen. So, und das ist jetzt eher so eine standardmäßige Shoutout-Karte, von der ich mir gut vorstellen kann, dass sie ins Game kommt. Jetzt zeige ich euch eine Version, die ein bisschen overpowered da geregelt wurde, und zwar diese hier. Das Art ist, recht solide, aber nichts Besonderes. Aber die Art und Weise, wie der Typ diese Karte gemacht hat, ist recht OP. Leader Skill All Eddies Key plus 3, HP, Attack and Defense plus 170%. Können wir uns schon mal drauf einigen? Nein. Was du dir auch dabei gedacht hast, Dude? Nein. Die Ulti, Greatly Raise Attack und Defense und macht immensen Damage. Auch ein bisschen viel, aber okay. Und die Passive, Attack und Defense plus 10% for each attack given and received. Heißt, das geht bis ins Unendliche und jedes Mal, wenn ihr eine Attacke abbekommt oder selbst eine ausführt, kriegt ihr einen 10% Boost auf sowohl Attack und Defense. Wenn ihr unter 40% eures Lebens droppt, recovert ihr all euer Leben einmal und verwandelt euch in den Super Saiyajin. Die Transformation Mechanik ist also schon eingebaut. Linkset ist grundsolide, Shocking Spirit, Prepare for Battle. Fierce Battle ist auch dabei, also ist schon eine Dokkan-Awakte Karte. Ja, feurige Karte haben wir nicht. Power Bestowed by God, okay, verstehe ich nicht ganz. Dragon Ball Legends hat einen Skill selbst hinzugefügt. Naja. So, Dokkan Awaked, transformiert meine ich, sieht dann folgendermaßen aus. Hier erinnert sich natürlich nicht. Die Ulti, Great Erase Attack and Defense immenser Damage to all enemies. All three members of Rotation unleash a Dokkan Mode Attack. Ich glaube, wir merken langsam, dass diese Karte einfach fucking OP ist und das nicht sein sollte. Die Passive, multiplies all stats by 50. Das weiß ich jetzt nicht genau, was das bedeuten soll. Hat er sich scheiße ausgedrückt. Attack und Defense 20% für jede Attack, die man ausführt und einsteckt. Und launch up to 4 additional attacks. Und hier möchte ich euch einfach mal damit zeigen, ein Beispiel, oh, Vanish of Darkness, interessant, wie man eine Dokkan-Karte nicht erstellen sollte. Ihr könnt nicht einfach so eine OP-Scheiße raushauen, die das Game komplett breaken würde. Durchdenkt doch dann lieber wirklich logisch, wie die Karte aussehen könnte. Aber sowas hier, naja, es ist einfach nur OP. Gefällt mir trotzdem, auch wenn er allzu OP ist. Zum Abschluss möchte ich euch eine Karte zeigen, die nicht mit Dragon Ball Legends zu tun hatte, aber mir sehr gut gefallen hat. Es ist eine LR-Karte, weil jedes Mal im Video sollte eine dabei sein, meiner Meinung nach. Und zwar ein LR Super Saiyan 4 Gogeta. Ja. Meiner Meinung nach recht fresh geworden. Und zwar sieht der folgendermaßen aus. Ist eh eine Karte, die sich Fans wünschen würden. Würde auch super gut ankommen, glaube ich. Keine Frage. Ist auch von einem Dude gemacht, der da ordentlich Talent hat. Wirklich bei, auch beim Arzt und beim Ausdenken der Sachen. Erstmal die Super Tech-Code. Ich weiß nicht, wie ich das Lachen machen sollte. Das ist einfach nur. Aha. Hab ich schon mega scheiße angehört. Time to say goodbye to this one. Big Bang Kamehameha. Die gefällt mir sehr gut tatsächlich. Dann die Skill Fusion Kategorie Key plus 3. HP Attack und Defense plus 150%. Oder Attack Tap Key plus 3. HP Attack Defense 100%. Schon mal interessant. Also die 150% haben wir ja schon mit LR Gogeta Super Saiyajin.
heißt dort vielleicht ein bisschen. Ne, der Allegorieta hat sogar mehr. Achso, ja. Er hier ist aber nochmal ein bisschen interessanter, weil er halt dem Tech-Type auch noch ein bisschen mehr gibt. Gogeta gibt 90% für 40, für physisch. Er hier gibt 100% für Tech. Kann man so lassen, finde ich. Auch wenn das hier nur 150 sind, wie der normale Gogeta, könnte man halt ein Tech-Team noch nebenbei mit aufbauen, tatsächlich. Ist halt diese LR Super Saiyan 3 Goku, die das geht schon. Die Ulti raised einmal die Attack und macht kolossalen Damage und Greatly raised die Attack und die Defense für 3 Turns und macht mega kolossalen Damage, wenn es die Ultra Super ist. Seine Passive, Attack und Defense plus 150%, grundsolide LR, würdig. Also würdig, nehmen LR meine ich. Extreme Class Enemies, Attack und Defense minus 40%. Verstehe ich auch, ist eine recht nette Sache. Gogeta Super Saiyan 4 war eh so der End-Motherfucker der Guten gegen Omega, den End-Motherfucker der Bösen. Verstehe schon, dass er den Gegner damit schwächt. High Chance of Evading Enemy Super Attack and Countering with Tremendous Power haben sie ihm natürlich gelassen. Das Link-Set auch grundsolide, Super Saiyan, Kamehameha, Over the Flash, GT, Fused Fighter, Fierce Battle, Legendary Power. Nichts dran zu meckern, ist in der Fusion-Kategorie, in der Super Saiyan-Kategorie, gibt's noch gar nicht richtig, oder? Save Warrior Race, Shadow Dragon Saga, oh, nett. Und Super Battle Road? Hat sich da jemand wieder eine Kategorie ausgedacht? Ja, hat es, okay. So viel dazu. Multiply bei 12, 450, bei 24, 200, Tremendous Power ist 300, High Chains 70%, Raise Attack 30% Boost, Great Raise Attack 70%. Das, ihr könnt euch das alles selbst kurz angucken, wenn ihr möchtet hier. Das ist an sich eine ziemlich gut durchdachte grundsolide LR-Karte, wie sie so im Spielen kommen könnte. Ich meine, sie hat nichts groß Aufregendes, Besonderes oder Neues, aber das, was sie halt hat, ist ziemlich gut. Oh, die Stats sind auch noch bad. 18.000 HP, 19.000 und 8.000. Ja, damit kann man leben. Wie gesagt, sowas finde ich wirklich, der Typ, der diese Karten macht, kurz mal ein Shoutout an Rodamati. Moment. So, der Typ, der hier gemacht hat, oder? Ja, tatsächlich, auch. Oh. Man sieht halt auch schon wieder an der Karte, dass er wohl weiß, wie er damit umgehen sollte. Die Art sind bei ihm meist recht gut, das hier finde ich zum Beispiel sehr, sehr geil. Hier ist auch noch bad. Und an sich ist die Karte recht gut durchdacht. Er versucht sie nicht zu OP zu machen, meistens. Aber trotzdem halt einen Sinn in Dokkan dafür zu finden. Dementsprechend gefällt mir die ganz gut, wie bereits gesagt. Aber gut, das war's mit dem heutigen Dokkamette Fake Card Video. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet oder auch ein Abo, falls ihr neu seid, beziehungsweise die Glocke aktivieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was eure Favorite Karte war von all denen, die ich euch hier gezeigt habe. Gogeta, der overpowerte Charlotte, der normale Charlotte oder halt der Free-to-Play, also warum auch immer der sein sollte, aber in meinem Fall tatsächlich Gogeta und Charlotte Super Saiyan teilen sich hier Platz 1. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dürft ihr mir das auch gerne zeigen, indem ihr halt ein Like da lassen würdet. Dann weiß ich, dass ihr Bock auf dieses Fake-Format habt, weil ich mag es mir immer wieder, solche Karten rauszusuchen. Da gibt es noch eine Menge gute, keine Sorge, ich habe überlegt, eine LR-Special zu machen. Schreibt mir gerne, wie ihr das finden würdet. Aber ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Dokkan-Battle-Video wieder. Bis dann, haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, Nobel und ciao.